Meiner Meinung nach war Gellert Grindelwald viel mächtiger als Lord Voldemort. Und warum, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir die Gründe besprechen, warum Gellert Grindelwald meiner Meinung nach mächtiger ist als Lord Voldemort. Mächtiger bedeutet nicht immer stärker. Aber es kann bedeuten, dass es insgesamt eine bessere Situation für die Person bietet. Ich weiß, dass viele von euch wahrscheinlich sagen werden, was, niemals? Aber dennoch bin ich der Meinung, dass Gellert Grindelwald mächtiger ist als Lord Voldemort. Ich glaube wirklich, dass wir das Beste von Voldemort gesehen haben. Wir kennen seine Vorgeschichte, wie er an die Macht gelangt ist, warum er sie haben wollte, welche Zaubersprüche er benutzt hat und welche Wege er einschlagen würde, um seine Ziele zu erreichen. Er wurde in den Büchern vollständig entwickelt und deshalb halte ich ihn für einen sehr starken und mächtigen Zauberer. Aber Grindelwald hatte noch einiges vor sich, was wir nicht sehen konnten. Nach dem, was wir bisher gesehen haben, ist er in meinen Augen definitiv mächtiger. Ich habe bereits gesagt, dass Macht allein einen Menschen nicht zu einem stärkeren Zauberer macht. Es braucht viel mehr als das. Versteht mich nicht falsch. Immens stark zu sein hilft natürlich sehr und Voldemort ist sicherlich das ideale Beispiel dafür. Aber es gibt noch einige andere Aspekte, die man definitiv berücksichtigen muss, wenn man den Dunklen Lord mit Gellert Grindelwald vergleicht. Voldemort war machtbesessen und bei ihm hieß es entweder mächtig sein oder das Leben ist nichts wert. Er war immer nur mit sich selbst beschäftigt und besessen davon, den Tod zu überlisten. Das war sein Hauptziel und auch seine größte Angst, denn der Tod machte ihm sehr große Angst. Erst als Voldemort seinen ersten Horcrux schuf und die Unsterblichkeit erlangte, wurde diese Angst zu einer seiner größten Schwächen in seinem Charakter. Seine Arroganz zu wissen, dass er nicht sterben konnte, machte ihn gefährlich, weil er sich unsterblich fühlte. Doch das entsprang nur seiner Unsicherheit. In dem Moment, als Voldemort wusste, dass seine Horcruxe in Gefahr waren, richtete er seine gesamte Aufmerksamkeit darauf, Harry zu töten und beachtete nichts anderes in seiner Umgebung. Alles andere war unwichtig. Voldemort bekam Angst, weil sein Leben nun in Gefahr war, während Grindelwald absolut furchtlos war. Es war ihm egal, ob er für seine Sache starb. Er setzte sich offen in Gefahr aus, weil er wirklich an das glaubte, was er tat. Das ist der Unterschied zwischen den Kampagnen der beiden Männer. Grindelwald war bereit, sein Leben zu verlieren, weil er das große Ganze verstand. Er war weitaus aufgeschlossener und konnte besser in die magischen Geheimnisse eindringen. Zum Beispiel verstand er die Funktionsweise des Elderstabs bis zu dem Punkt, an dem er sicher war, dass er Gregorowitsch nicht töten musste, um ihn zu erhalten. Im Gegensatz dazu konnte Voldemort dies nicht nachvollziehen. Selbst als Harry es ihm erklärte, lachte er nur, weil er wusste, dass Voldemort nicht erfolgreich sein würde. Er wusste, dass der Dunkle Lord die Magie nicht als Ganzes sah. Voldemort sezierte die Magie einfach nur und nutzte die Teile, die ihm nützlich erschienen, während er andere wichtige Aspekte außer Acht ließ. Er sah sie als eine mächtige Waffe, ein Mittel, um sein egoistisches Ziel zu erreichen. Wir können sehen, dass selbst Grindelwald sich dessen bewusst war, als er seine letzten Worte sprach. Dann töte mich, Voldemort. Ich begrüße den Tod, aber mein Tod wird dir nicht bringen, was du suchst. Es gibt noch so viel, was du nicht verstanden hast. Selbst nach 50 Jahren Gefangenschaft in Normungard hatte Grindelwald seine Fähigkeiten, Menschen zu lesen und zu kontrollieren, nicht verloren. Er hatte aus seinen Fehlern gelernt und empfand Reue für seine Taten. Obwohl Normungard sehr sicher war, habe ich das Gefühl, dass er, wenn er sich wirklich weiterentwickelt hätte, irgendwie hätte entkommen können. Etwas an dem letzten Duell mit Albus Dumbledore im Jahr 1945 hat ihn verändert. Und ich hoffe wirklich, dass diese Szene eines Tages auf die Leinwand gebracht wird, auch wenn ich es nicht denke. Ich denke auch, dass es unfair ist, dieses Duell mit dem Duell im Zaubereiministerium zwischen Dumbledore und Voldemort zu vergleichen. Voldemort hatte seine volle Kraft wieder erlangt und Dumbledore war bereits über 115 Jahre alt. Nimmt man Tom Riddles Weg aus der Gleichung, ist es eine ganz andere Geschichte. Die Zuversicht des Dunklen Lords kam von seiner Unsterblichkeit und ich mache ihm keine Vorwürfe dafür, aber ohne sie, wie ich schon sagte, hatte er definitiv Angst. Horcruxe waren für Voldemort das, was die Heiligtümer des Todes für Grindelwald waren. Nachdem er von den Heiligtümern erfahren hatte, entwickelte Grindelwald einen obsessiven Wunsch, sie zu besitzen, besonders den Elderstab. Er glaubte, die Heiligtümer würden das Zauberreich heilen und erobern, und er würde der Herr des Todes werden. Er erlitt, was viele Schurken erlitten.
Er ließ sich von seinen Schwächen verzehren, die ihn kontrollierten und ihm viel Leid zufügten, ihn aber auch in gewisser Weise gefährlicher machten. Er war bereit, alles zu tun, um seine Ziele zu erreichen. Jede Aufopferung diente dem Wohl der Allgemeinheit, um seine Handlungen zu rechtfertigen. Er wollte ein Anführer sein, der harte Entscheidungen traf, wenn es nötig war, während Voldemort nur zum Spaß Menschen tötete. Voldemort löschte die Blutlinie seiner Familie aus und tilgte sie aus der Geschichte. Er hatte Freude daran, Menschen zu verletzen und zum Spaß zu foltern. Grindelwald hingegen wollte keine Menschen verletzen. Er wollte nicht, dass irgendjemand unnötig stirbt und sorgte sich aufrichtig darum, dass die Menschen sich ihm aus freiem Willen anschlossen und nicht aus Angst. Das machte ihn nicht schwächer als Voldemort. Im Gegenteil, es stärkte seinen Charakter. Seine Anhänger glaubten wirklich an das, was er zu erreichen versuchte und respektierten ihn deshalb. Ich möchte Grindelwald jetzt auch nicht gutreden, denn er war sehr konsequent und er konnte eine Sache gar nicht ausstehen: Illoyalität. Wir haben im Film Grindelwalds Verbrechen aus erster Hand gesehen, was Verrat für ihn bedeutete. Man wird in tödlichen blauen Flammen verbrannt. Meiner Meinung nach war er viel weiser als der Dunkle Lord. Sein magisches Wissen hätte ihn sicherlich auch auf Wege der Horcruxe führen können. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Grindelwald nicht wusste, was sie sind, wenn man sein umfangreiches Wissen und magisches Können betrachtet. Aber er hätte nie selber ein Horcrux erschaffen. Selbst wenn er die Unsterblichkeit hätte erlangen können, war das nicht sein Ziel. Es handelte sich um einen gefährlichen Zweig der Magie, dessen Ende von großer Ungewissheit umgeben war. Es gibt keine Möglichkeit, die genauen Folgen zu kennen, sollte ein Zauber schiefgehen. Selbst wenn alles nach Plan verläuft, gibt es keine Informationen darüber, was passiert, wenn man getötet wird. Was passiert mit dem Körper? Wie ist der Zustand der Existenz? Das war ein Risiko, das Grindelwald nicht eingehen wollte. Grindelwald war nicht bereit, unterzugehen, während Voldemort auf der anderen Seite aufgeblasen und melodramatisch genug war, um zu glauben, dass die Erschaffung von 7 Horcruxen ihn noch mächtiger machen würde, was reine Spekulation war. Er war auch arrogant genug, um sie an symbolischen Orten zu platzieren, anstatt sie irgendwo zu verstecken, wo sie niemand finden konnte. Er hätte sie zum Beispiel tief unter der Erde oder auf dem Meeresgrund vergraben können, an einem Ort, an den niemand herankommt. Ich glaube, sie hätten dort für immer geruht und Voldemort wäre für immer unsterblich gewesen. Ich denke, ich habe bis jetzt sehr gute Argumente geliefert, warum Gellert Grindelwald insgesamt mächtiger war als Lord Voldemort. Aber wenn es tatsächlich zu einem Kampf zwischen den beiden kommen würde, wer würde gewinnen? Nun, das ist etwas schwieriger zu beantworten. Es ist viel schwieriger herauszufinden, wer der bessere Duellant war, da beide Zauberer Vor- und Nachteile hatten. Grindelwald hatte zum Beispiel den Elderstab. Voldemort konnte von Dumbledore nicht getötet werden, weil dies der Prophezeiung widersprach, also hatte er eigentlich keine Chance im Ministerium. Grindelwald ist ein äußerst talentierter Duellant und es ist fast so, als würde er ein Ritual der Zaubersprüche durchführen, wenn er zaubert. Er benutzt seinen Zauberstab wunderschön und schnell, als ob er damit zeigen will, wie erstaunlich die Magie wirklich ist. Voldemort hingegen nutzt fast ausschließlich den Todesfluch, simpel und effektiv. Dennoch ist er ein erfahrener Duellant und hat einige wirklich verheerende Zaubersprüche in seinem Arsenal. Es wäre interessant, ein richtiges Duell zwischen den beiden mit voller Kraft zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass Voldemorts Arroganz seine Aggressivität entfesseln würde, aber Grindelwald ist so meisterhaft im Umgang mit dem Elderstab, dass ich glaube, er würde Voldemort übertreffen, aber nicht um viel. Beide Zauberer sind außerdem äußerst begabt im Umgang mit zauberstabloser Magie, was ein Duell nur noch spannender machen würde. Ich glaube, es ist sehr naiv zu denken, dass Voldemort nicht verlieren kann, nur weil er nicht getötet werden kann. Wie wir bereits gesehen haben, kann er immer noch körperlos werden, was mehr oder weniger bedeutet, dass er besiegt ist. Der Hauptpunkt, den ich allerdings in diesem Video vermitteln möchte, ist, dass der stärkere Zauberer nicht immer der mächtigere ist. Ich glaube, Grindelwald hat die Magie als Ganzes verstanden. Er war weiser und hat das Gesamtbild gesehen, während Voldemort nicht so offen für die verschiedenen Aspekte der Magie war. Das hat ihn meiner Meinung nach nicht mächtiger als Grindelwald gemacht, sondern genau andersrum. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Denkt ihr, dass Grindelwald mächtiger ist oder doch Voldemort? Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.